Moin zusammen, hier ist Henri. Wir sind zurück bei unseren Angelsachsen im Königreich England und schauen hier gemeinsam auf die immer noch einzige Tochter, das einzige Kind sogar unseres Königs. Und sie ist mittlerweile 11 Jahre alt und ja, da ist sie doch so langsam in dem Alter, wo man sich nochmal mit ihr auseinandersetzen müsste. Wir schauen mal drauf. Sie ist schon als sprunghaft und fleißig bekannt. Müsste mal verlobt werden. Das Ganze ist natürlich wieder einmal nicht einfach. Ich werde jetzt noch irgendwie keine Verlöbnisse so mit dem byzantinischen Kaiserreich oder solche Sachen. Das halte ich so ein bisschen für die Zeit. Also ich glaube nicht, dass es da bisher ausreichend starke diplomatische Verbindung gab. Und dann ist es natürlich auch so ein bisschen herausfordernd, Stichwort älteste Tochter im Moment Haupterbin. Sie würde die Linie weiterführen. Das heißt, sie müsste matrilinear verheiratet werden. Und da fallen natürlich viele wirklich interessante Verbindungen weg. Und ich bin die ganzen hier so westeuropäischen Königshäuser mal durchgegangen, bis nach Italien, Böhmen etc. Skandinavien, das kommt alles noch nicht in Frage. Die sind alles noch Heiden. Und viele haben auch keine Söhne oder die Söhne sind dann die Erben und dann werden die selbstverständlich oder der Haupterbe, dann werden sie keiner matrilinearen Heirat zustimmen. Und von daher ist im Grunde am interessantesten noch übrig geblieben dieser junge Mann, Ethelbald Sigerikson aus dem Hause Dunmow. Er ist ein Sohn und zwar der zweite Sohn des Herzog Sigerik, der zwar als der Törichte gilt, und wir erinnern uns, er ist, glaube ich, derjenige, der der Sohn seines Großvaters ist. Es gibt da so ein paar Munkeleien. Die Meinung unseres Königs von ihm ist jetzt nicht die beste, was in erster Linie, also erstmal hat er schon Malus, weil unser König paranoid ist, der mag eigentlich niemanden. Dann, weil er als besessen gilt, aber wir erinnern uns, er hat zuletzt unserem König hier sehr geholfen, was Anjou anging. Dementsprechend denke ich, das Verhältnis ist ganz gut zwischen den beiden. Und hier dann die Heirat entsprechend zu arrangieren, kann ich mir gut vorstellen. Mit unserer Tochter, das Ganze dann matrilinear, die werden in das Haus Wessex geboren. Außerdem gibt es ja nur ein internes Bündnis, aber damit ist unser König auch vor ihm ein Stück weit sicher. Und dieser Junge dürfte auch noch. Genau, so ein paar Sachen. Erben auf jeden Fall das Earltum Ostsachsen. Mittelsachsen erbt sein Bruder. Herredford auch sein Bruder. Dann dürfte er hier aber Badenford. Also er wird auch zweifacher Earl sein, wenn sein Vater irgendwann nicht mehr sein sollte. Also ich denke für unsere Tochter eine ganz gute Verbindung. Ansonsten lernt unser König immer noch die Sprache seiner Frau, ich meine, Iberisch ist das ganz genau, um sich mit ihr nochmal weiter annähern zu können und vor allem um sicher zu sein, dass sie hinter seinem Rücken in fremder Sprache nicht irgendwelche Dinge tun kann. Mal schauen, ob er damit jetzt bald mal erfolgreich sein wird. So, das Bündnis ist geschmiedet, ausgezeichnet und das Verlöbnis damit auch geschlossen. Dann ist unser Bruder hier immer noch unterwegs. 83%. Es geht hier um diese Grafschaft, dieses Earltum. Und es gibt Bewunderung seitens unserer Frau, wie es aussieht. Königin Duce, nennen wir sie Louise, der ich in meinem Bestreben, Iberisch zu lernen, nacheifern möchte, hat in letzter Zeit begonnen, mir Briefe zu schicken. Ah, das gibt tatsächlich die besagte Annäherung. Unter den Briefen waren auch viele, in denen sie meine Bemühungen, ihre Sprache zu lernen, lobt und dieses Bestreben sowohl respektabel als auch bewundernswert nennt. Es fühlt sich gut an, Anerkennung für seine harte Arbeit zu bekommen. Ja, er wird ihr jetzt nicht antworten. Sie jetzt hier von sich zu stoßen, ich finde, das passt auch nicht so wirklich. Die Handschrift ist interessant. Ja, sie jetzt in seinem stillen Kämmerlein für sich alleine hier ihre Handschrift zu studieren. Ich finde, das passt ganz gut. Aber es ist ein Fehlschlag. Trotz all der harten Arbeit, nichts. Oh, und er war auf so einem guten Weg, die iberische Sprache zu lernen.
Es ist unmöglich, ganz gleich, wie sehr ich mich auch anstrenge. Ich spreche wie ein Kind, das gerade die Brust seiner Mutter verlassen hat, und schreibe wie ein ungebildeter, blinder Leibeigener, dem die meisten Finger fehlen. Pah, das war Zeitverschwendung. Ja, und ich denke, damit wird er es auch aufgeben. Er wird dann nicht von vorne beginnen. So stelle ich ihn mir nicht vor. Ah, und dann geht das aber auch so schnell nicht, ne? Kann. 17. Juli, okay. Das wäre ja schon relativ bald. Kann das nochmal probieren? Aber 17. Juli ist jetzt auch durch. So, der Krieg hier ist auch durch. Unser Bruder hat tatsächlich das Reich erweitert. Schaut euch das an. Diese Region hat er dazu gewonnen. Und damit das Königreich England. Ja, ist schon relativ ausgedehnt hier in walisisches Gebiet. Hat er jetzt den Krieg dann geerbt? Er hatte doch noch einen anderen Krieg an den Hacken. Nee, der tobt weiter hier um diese Region. So, wie sieht's aus? Kann er es nochmal probieren? Ja, kann er tatsächlich. Soll er es nochmal probieren? Ich meine, er ist aber auch feige, ne? Jetzt, nachdem er die Erfahrung gemacht hat, dass er nicht erfolgreich war, denke ich, ist er zu feige und hat die Angst, dass das nochmal passiert. Und dementsprechend wird er das mit dem Spracherwerb sein lassen. Hier gab es doch noch einen Krieg. Ja, den sie aber... Ein Tyranneikrieg, den sie alleine sehr erfolgreich hier wird bestreiten können, wie es aussieht. Das wäre auch ehrlicherweise eine Schmach gewesen, wenn sie das nicht geschafft hätte. Und unser König kann sich wieder zurückziehen. Und das wird er in gewohnter Manier machen. So, König Sigurd hat auch diesen Artefaktkrieg gewonnen. Damit dürfte Irland hier im Moment... Ne, er hat hier noch einen anderen Krieg. Worum geht's da? Unabhängigkeit. Oh. Unabhängigkeit ist nicht Lehnsautorität. Also das ist bedeutender. Und würde bedeuten, dass der Herzog hier mit seinen Ländereien unabhängig werden würde. Und im Moment 8000 Mann gegen 3500 stehen die Chancen da offensichtlich ganz gut. Wir können mit diesem Fürsten ein Bündnis aushandeln. Unser Neffe. Ich glaube nicht. Aber interessant, er hat hier das Fürstentum oder das Earltum an seinen Sohn Edward verliehen. Also auch da im Grunde bewährtes Vorgehen. Hier den eigenen Sohn als Strohpuppe sozusagen einzusetzen. Aber es geht um Diener und Meister. Godwin, der Sohn von Herzogin Sionet, ist mir treu ergeben. Allerdings könnte ich mit der richtigen Strategie meine Übermacht sogar noch ausbauen. Vielleicht könnte ich Godwin verwenden, um meinen Einfluss auf die Herzogin auszuweiten. Okay, so könnte er die Geheimnisse der Herzogin enthüllen. Ich meine, unser König hat ein gutes Verhältnis zu ihr, aber ja, ein Geheimnis von ihr in der Hand zu haben, damit würde er sich doch wohlfühlen. Wir verlieren damit das Druckmittel, was wir gegen ihn haben, aber ein Druckmittel gegen die Herzogin in der Hand zu haben, ist, denke ich, wertvoller. Und ist er erfolgreich? Er konnte kein belastendes Wissen über sie finden. Nur gut, dass unser König selbst welches vorbereitet hatte. Urplötzlich scheint es üble Gerüchte über Sionet zu geben. Und zufälligerweise habe ich sämtliche Belege dafür. Okay, wir bekommen ein Geheimnis, dass sie pervers sein soll. Und ein Ränkespielvorzug ist verfügbar. Der Anstifter. Unser König kann hier den letzten Weg gehen. Ränkespiel +5.
Komplottstärke für weitselige Komplotte plus 25%. Die Gyrse lebt, um die Dinge, die andere Menschen antreiben, zu verstehen und zu manipulieren und natürlich auch für sich zu nutzen. Ja, wir erinnern uns daran. Es ging ihnen hier um, also dieses Anstiften, Geheimnisse etc., das ist sein Weg der Diplomatie. Wir schalten das entsprechend frei und dann ist natürlich die Frage, natürlicher Schrecken, Agentenannahme, Ränkespielerfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass er in diesem Bereich bleibt, weil er sich dort einfach wohlfühlt und auch den Schwerpunkt auf Hinterlistigkeit behält. Klar, wir können in diesem Baum keine Punkte mehr freischalten. Das müssten wir dann woanders tun. Aber er fühlt sich nur sicher, wenn er das Gefühl hat, gut zu sein, hier in diesem Bereich, wo er die Strippen ziehen kann, wo er Geheimnisse nutzen kann, wo er Bescheid weiß. Ich fürchte, seine Paranoia lässt hier keinen Wechsel oder keine andere Orientierung zu. Tja, und jetzt ist natürlich die Frage, ne? Führt der gescheiterte Versuch, ihre Sprache zu lernen, dazu, dass die beiden bisher noch nicht ein weiteres Kind zeugen konnten oder überhaupt ein Kind zeugen konnten? Oder ist es die Homosexualität unseres Königs, dass er einfach zu selten bei ihr liegt? So, hier oben sind jetzt schon wieder irgendwelche Plünderer unterwegs. Dann werden wir hier mal unser Kriegsvolk ausheben. Dann marschieren. Das sollte kein Problem darstellen. Also sie kommen sogar selbst. Gehen da auch noch mit rein. Okay, eine Armee kann wieder aufgelöst werden. Plünderer niedergeschlagen. Und unsere Hofärztin ist gestorben. Und starb sie an Altersschwäche. Ja, Hoftutorin war sie auch. Gibt es denn jemand unter unseren Vasallen? Sind alle nur schrecklich geeignet? Nee, dann muss ein neuer Hofarzt gesucht werden. Und wir schauen mal eben, ob es jemanden gibt, der sie als Hoftutor eignet? Nee, überhaupt nicht. So, wen haben wir? Sinnehild. Ja, katholisch-angelsächsischer Kultur und Freya, nordischer Kultur. Nee, ganz sicher nicht. Sinnehild wird dann eingesetzt. Ja, die Meinung unseres Königs über sie ist nicht die beste. Aber sie ist immer in unserer Kultur und natürlich katholisch. Dann werden wir sie mal einsetzen. Und es gibt die nächste Nordmannenarmee. Wir werden unsere Verbündete rufen. Und wir haben hier wieder... Ups, sie ist dabei, sehr gut. Eine arrangierte Auseinandersetzung. Eieiei. Während ich auf meinem Thron sitze und dies und das bedenke, kommt es plötzlich zu einem Tumult. Mein persönlicher Streiter Edbert brüllt: Ich weiß genau, was ihr meint, ihr Hundsfort. Wie könnt ihr es wagen? Unser König hat einen solchen Mangel an Respekt nicht verdient. Herzog Hüvel ist völlig bestürzt. Mein Ratskanzler, die Herzogin Sionet, schreitet rasch heran, um die beiden zu trennen. Doch die Atmosphäre ist bereits vergiftet. Aber ich hab gar nichts dergleichen gesagt, platzt es ungläubig aus Herzog Hüvel heraus. Wer ist denn Herzog Hüvel? Erstes. Oh, der neue Vasall. Ich habe euch mit eigenen Ohren gehört, erwidert Edbert. Ich verlange Satisfaktion für diese Schmach. Mein Fürst, mein König braucht sich das nicht gefallen zu lassen. Der Herzog streicht seine Kleidung glatt und stammelt: Was? Nun komm, das ist doch gewiss nicht nötig.
Alle Blicke richten sich auf mich, weil jeder hören will, was ich zu dieser Sache zu sagen habe, während Sionette die beiden auseinanderhält. Okay, er kann, unser König kann jetzt hier selbst in den Kampf ziehen. Oder er kann seinen persönlichen Streiter kämpfen lassen. Es ist ein Missverständnis. Hüvel ist ein treuer Vasall. Ich brauche ausgeglichenere Agenten. Ne, das passt auch nicht zu ihm. Selbst, wie gesagt, in diese Auseinandersetzung zu ziehen, das wird er auch nicht. Dann beruhigt euch. Ich kann mir schon vorstellen, dass er hier seinen persönlichen Streiter auffordern wird, diese Schmach zu tilgen. Ich denke, also die Meinung unseres Königs von ihm ist jetzt nicht die beste, aber das Vertrauen in seinen langjährigen Ratsmarschall, persönlichen Streiter und Leibwächter, außerdem will er nicht, dass er eine schlechte Meinung von ihm hat. Dementsprechend wird ihn auffordern, seine Ehre zu verteidigen. Oh, und offensichtlich hat er das Ganze aber verloren. Eieieiei. Wie peinlich. Nun gut. So, die Nordmänner rücken an. Ja, und sie werden wie immer auf die althergebrachte Art und Weise bekämpft. Ich wollte aber noch mal schauen, ob unsere neue Ärztin sich auch als Tutorin eignet. Ja, tatsächlich. Dann wird sie wie ihre Vorgängerin diese beiden Aufgaben übernehmen. Oh, und unser Glaubensoberhaupt kann um Gold gebeten werden. Ach, das ist natürlich jetzt irgendwie ein Zwiespalt. Zum einen wissen wir ja, dass unser König sehr bedacht ist auf seine Frömmigkeit. Nicht, weil er jetzt besonders gläubig wäre, aber weil er Angst hat vor dem Fegefeuer. Auf der anderen Seite ist er auch gierig, und wenn er hier auf diese Art und Weise relativ einfach an Gold kommen kann, allerdings müsste er dafür auch ein Sendschreiben schicken. Dagegen spricht auch seine Feigheit. Also, die Gier spricht für mich dafür, hier den Papst um das Gold zu bitten. Die Feigheit und die Paranoia eher dagegen. Ich würde mal die Würfel befragen und eine 1-2 auf die Gier und dann 3-4-5-6, dass er das Ganze doch nicht tun wird. Schauen wir mal. Aber ich würfle eine 1, damit ist das Ganze tatsächlich eindeutig. Und die Gier setzt sich hier durch und er bittet den Papst um das Gold. So, wo sind jetzt die Nordmänner unterwegs? Er wird diesen Reichtum weise nutzen, ja, sicherlich. Ne, okay, ich dachte, die seien kürzlich hier gewesen. So, wo landen sie an? Da sind sie. Da wird sie verteilt. Okay, dann können wir unsere Armee hier ausheben. Kein schlechter Ort. Haben hier unseren besten Befehlshaber. Ja, unseren persönlichen Streiter. Und dann werden wir marschieren. Schlacht in 26 Tagen und sie haben ihren Malus noch... Ja, nur 11 Tage. Okay. Also das werden wir dann nicht mehr erreichen in diesem Fall. Ach Gott, und wir haben wieder einen Erzbischof, der unorthodoxe Doktrinen predigt. Hilfe! So, die Schlacht läuft, das Ganze sieht sehr, sehr gut aus. Wir können tatsächlich die Forderung schon wieder erzwingen. Wir haben uns ein weiteres Mal gegen die nordischen Oberer hier durchsetzen können. So, wie ist dieser Nachbarschaftskrieg ausgegangen? Prinz Elfin hat diesen Krieg gewonnen. Nee, sie hat einen Krieg gewonnen, ja. Wie erwartet hier um diese Region. Damit sind das jetzt im Moment ihre Ausdehnungen. Und er hat tatsächlich zwei
Fürstentitel oder ich sag mal Äquivalent zu unseren Herzogstümern und drei Grafschaften oder Earltümer. Oh, das nächste Dynastievermächtnis wäre auch wählbar. Unheilvoller Ruf, ja. Ich finde, das passt ja tatsächlich ganz gut zu der Herrschaft jetzt unseres Gyrs. Ich erinnere nochmal daran, wie wir hier die Dynastievermächtnisse wählen. Auch hier nicht das, was wir als Spieler für am sinnvollsten achten, sondern wir stellen uns hier so eine externe Sicht vor und überlegen, wofür die Herrschaft in den letzten Jahren bekannt war. Und da finde ich, passt hier der unheilvolle Ruf schon am besten. Das werden wir entsprechend freischalten. Ja, wir können hier Kriege gegen Irland erklären, aber ich glaube, da ist unser König doch ein wenig zu feige. Ist jemand jetzt mit Anspruch auf ein Earltum bei uns am Hof? Was macht denn unsere Elisabeth? Sie ist jetzt schon 14. Fleißig, sprunghaft und gierig. Und ein Vasall erklärt einem anderen Reich den Krieg. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das, worum wir auch hätten kämpfen können. Es geht um genau den Anspruch auf das Earltum Merse. Schauen wir mal drauf. Das hier oben ist na, relativ ausgeglichen, braucht auf jeden Fall noch seine Verbündeten. Könnte da erfolgreich sein. Unterstützen können wir ihn hier allerdings nicht. Ach. Und es gibt schon wieder ein Königreich Alba/Schottland. Ja, König Sigurd ist gestorben. Ja, aber das ist er ja nicht. Moment. Jetzt müssen wir mal wieder nachforschen. Er erbt. Er lag seinen Verletzungen. Seine älteste Schwester ist jetzt Königin von Irland. Und hier haben wir das Wahlrecht. Er hatte die meisten Stimmen. In Irland gibt es auch Skandinavierwahl. Und in Schottland oder Alba auch Skandinavierwahl. Aber da hatte sie die meisten Stimmen, also in Irland. Ja, und damit gibt es dann doch wieder ein Königreich Alba und ein Königreich Irland. Also da ist es wieder zur Erbteilung gekommen. Ein Artefakt hat niedrige Haltbarkeit. Die Ketten von biegsamer Machart. Ja, ich denke, die wird unser König mal reparieren. Ein gutes Kettenhemd
Auch wenn er ein anderes trägt, meine ich. Genau, das von angelsächsischer Machart. Kann auch ein zweites Ersatzkettenhemd nicht schaden. So, wie sieht's denn jetzt aus? Dann hat er ja natürlich den Krieg hier. Ja, der ist ganz schön mächtig. Da wird er, glaube ich, nicht erfolgreich sein dann in diesem Krieg. Nee, nee. Ich fürchte, das können sie vergessen. Oh, und das Bündnis ist ausgelaufen. Ei. Jetzt steht unser König ohne externes Bündnis da. Sie trank sich zu Tode im Alter von 46 Jahren. Neuer König ist Nunyu. Kann denn hier ein Bündnis ausgehandelt werden? Ja, er würde das sogar annehmen. Schließlich sind wir mit seiner Schwester noch vermählt. Ja, und dann um dieses externe, wichtige Bündnis aufrechtzuerhalten, denke ich, wird unser König das tun. Oder wir gehen mal davon aus, dass das eher seine Gemahlin mit ihrem Bruder ausgehandelt hat, auch wenn er ja irgendwie ein umstrittener Charakter ist. Er ist unzüchtig, ein Flagellant, einsiedlerisch, immerhin. Was heißt immerhin, aber immerhin zumindest aus Sicht unseres Gyrth. Und er ist von umstrittener Abstammung. Es ist nicht ganz klar, wer sein Vater ist. Okay. Aber er nimmt das Bündnis an. Wie mächtig ist er denn? Es geht. Zwei Grafschaften hat er zumindest. Sein älterer Bruder allerdings drei. Und es gibt hier einen weiteren Krieg. Der Herzog von Anjou. Er greift wen an? Okay, es geht um diese Grafschaft. Okay, ja, aber doch schon. Ist der nicht sein Vasall? Ah, nee, ist unser direkter Vasall. Okay. Das gehört zu Auxerre. Okay. Gut, verstehe. Na gut, aber das ist, glaube ich, de jure tatsächlich Anjou. Ja, von daher. Auch weit, weit weg. Ich glaube, da wird sich unser König nicht weiter einmischen. Gut, ja, mit dem Blick hier auf die britischen Inseln und auf die wieder beiden unabhängigen Königreiche Alba und Irland, würde ich sagen, kommen wir erstmal zum Ende dieser Folge. Ich freue mich auf die nächste. Bis dahin, macht es gut, euer Henri.